Christopher Golden und das Totenschiff. Das ist sein, ich glaube, jüngst in Deutschland erschienener Roman. Das ist nicht der, den er als letztes geschrieben hat, aber ist der, der zuletzt in Deutschland erschienen ist. Nämlich, ich glaube, im Juni oder im Juli, also es ist noch nicht so lange her. Doch, eigentlich ist das schon lange her. Na, wie auch immer. Das Original heißt Ararat und verrät etwas mehr. Es geht tatsächlich um etwas, was sehr weit oben auf einem verschneiten Berg passiert. Ich lese den Klappentext. Ein Erdbeben legt auf dem Berg Ararat im Osten der Türkei den Eingang zu einem riesigen Höhlensystem frei. Dort macht das Expeditionsteam um die Forscher Miriam und Adam eine spektakuläre Entdeckung. Ein uraltes Schiff und das 4000 Meter über dem Meeresspiegel. Handelt es sich tatsächlich um die Arche Noah, wie Legenden besagen? An Bord wird ein Sarg gefunden, darin ein menschenähnliches Wesen mit Hörnern. Während die Forscher noch versuchen, dessen Herkunft zu ermitteln, tobt um den Berg ein mächtiger Schneesturm, der die Forscher von der Außenwelt abschneidet. Und es kommt zum ersten Todesfall. Ja, das verrät eigentlich auch, ist ein guter Klappentext, der viel über das Buch sagt. Viel mehr muss man da mal wieder vorsichtig sein zu verraten. Es geht eben um diese Forscherin, die auch schön charakterisiert und skizziert ist in diesem Buch. Es ist ein ganz klassischer Alpha-Typ, die alles unter Kontrolle haben will, alles bestimmt. Und ihr Freund, der schon einen Heiratsantrag gemacht hat, Adam, steht immer so ein bisschen hinten an und anders will sie es auch nicht haben. Sie ist ein sehr dominanter Mensch, für viele zu dominant. Und auch im Laufe der Geschichte zeigt sich, dass sie nicht nur sympathisch und positiv ist, sondern dass sie das auch durchaus seine negativen Seiten haben kann. Im Weiteren ist es ein, wie ich mittlerweile finde, klassischer Christopher Golden. Er lässt sich sehr viel Zeit am Anfang. Es geht sehr viel um die Beziehungen der Charaktere untereinander. Viel um die beiden Forscher, aber auch um ein paar von den anderen Forschern und ein paar der, also Sherpas kann man, glaube ich, in der Türkei jetzt nicht sagen, aber um der Bergführer der Türkischen und deren Ränkespiele untereinander. Was im Klappentext nicht wirklich nachdrücklich erwähnt wird, ist dieser religiöse, christliche oder sagen wir biblische Bezug dieser Geschichte, dieser Arche Noah. Und ich muss sagen, das hatte für mich, ich sehe das kritisch, ich finde es immer schwierig, wenn irgendwelche Elemente aus der Bibel plötzlich real existieren. Und das ist für mich, ich kann das schwer beschreiben, ich finde das immer sehr unglaubwürdig. Und gerade wenn man sagt, man hat jetzt die Arche Noah da oben gefunden, dann nimmt das für mich so ein bisschen Atmosphäre, weil ich das einfach unglaubwürdig finde. Das ist aber eine ganz persönliche, ganz spezielle Sichtweise, die ich auch ganz schwer erklären kann. Es ist bei mir, bei allem, was irgendwie einen biblischen Bezug hat und was Elemente aus der Bibel nimmt, die, naja, mein Gott, für viele Atheisten wie mich einfach nicht wahr sind und vielleicht symbolisch für etwas stehen, aber eben nicht real sind. Wenn man diese Elemente nimmt und sie eben doch realifiziert, finde ich das immer sehr, sehr schwierig. Davon abgesehen habe ich dieses Buch aber trotzdem gelesen und wollte einfach wissen, was da passiert, weil für mich Christopher Golden, den ich auch erst vor einem Jahr entdeckt habe, einer der Schriftsteller ist, die es gut schaffen, Horror zu erzeugen, dabei aber trotzdem anspruchsvoll schreiben und Wert auf Charakter legen und auf Story-Entwicklungen. Er lässt sich manchmal zu viel Zeit. Bei einigen Büchern hat er Elemente, die für mich zu popkulturig sind, mit irgendwelchen Beziehungen und so weiter. In diesem Fall hat mir das aber gut gefallen. Also die Beziehung zwischen Miriam und Adam ist jetzt nicht so ausgewalzt, dass sie irgendwie nerven könnte. Er lässt sich eben sehr, sehr viel Zeit. Bis die Gruppe oben ist, geht es noch relativ schnell, aber da oben lässt er sich sehr viel Zeit, da oben auf dem Berg. Und bis dieses Wesen mit den Hörnern, was da in dem Sarg liegt, bis das in Erscheinung tritt, dauert es auch ziemlich lange. Es hat aber dann doch eine ganz interessante und auch gruselige teilweise Stimmung. Längst nicht so gruselig wie in anderen Büchern, aber das ist eine rein individuelle persönliche Sichtweise. Ich finde diese Idee des Dämonen, das wird ja hier angesprochen, man darf es ja irgendwie sagen, ganz gut gelöst und ich finde auch das Auftreten und die Art und Weise, wie er sich diesen Dämon erdacht hat und wie der agiert, finde ich ganz gut. Mich stört nach wie vor dieser biblische Bezug in dem Buch. Es sind nicht allzu viele Wendungen da drin,
die der Story einen neuen Turn oder Twist geben. Da hätte man ein bisschen mehr reinbauen können. Ich vergleiche das immer mit dem Buch, was ich vorgelesen habe. Da, wie heißt das jetzt nochmal? Ich blende es unten ein. Ich habe es irgendwie nicht so mit Titeln. Frozen? Weiß ich nicht mehr. Da ist das eigentlich ganz ähnlich. Das hat mir immer viel besser gefallen. Ich finde, da ist die Stimmung viel mysteriöser und dichter gewesen. Hier war es häufiger mal so, dass ich gedacht habe, komm, jetzt machen wir noch ein bisschen was Neues da rein. Und hat aber gefehlt. Man muss sagen, das letzte Drittel des Buches ist wirklich spannend und auch gruselig teilweise. Und die Art, wie der Dämon da auftritt, finde ich auch wirklich ganz gut. Im Allgemeinen muss ich sagen, ich finde es nicht das stärkste Buch von Christopher Golden. Im Vergleich zu anderen Horrorromanen ist es aber immer noch ziemlich weit oben. Man hätte die eine oder andere Wendung mehr mit reinbringen können. Man hätte die eine oder andere Idee und vielleicht eine Klammer, in der ein bisschen was anderes passiert, noch haben können. Aber es ist eben Christopher Golden, der sehr stringent schreibt und sich eben viel Zeit lässt. Und glaube ich, einfach Wert auf die Erzeugung der Stimmung und der Atmosphäre legt. Und das ist ihm auch ganz gut gelungen. Die nächsten Christopher Golden-Romane, glaube ich, stehen schon in der Pipeline und werden, so wie ich das verstanden habe, wieder beim Buchheim Verlag erscheinen. Ich weiß es aber nicht genau. Es wird sich zeigen. Das hier ist einfach ein solider Horrorroman. Und ich finde das jetzt auch, ist auch nicht Negatives, ist auch nicht abwertend. Es ist ein solider Horrorroman, der einen jetzt nicht völlig vom Hocker reißt, der aber trotzdem auch dadurch, dass das letzte Drittel nochmal so anzieht, durchaus seine stimmungsvollen und spannenden und auch gruseligen Momente hatte. Und ich finde, das ist was für Einsteiger, die nicht ganz so viel Horror haben wollen und die es auch nicht so blutig mögen, ist das, glaube ich, echt ein ganz gutes Buch. Ja. Bin gespannt, wie ihr es findet oder fandet. Es haben ja vielleicht der eine oder andere von euch schon gelesen. Ich bin gespannt auf eure Meinung. Danke für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.